Unser dritter Film beschäftigt sich mit dem Begriff der Katharsis. Moreno geht es selbstverständlich nicht nur darum, Realität abzubilden, sondern Moreno möchte mit den Betroffenen gemeinsam ihre Realität so verändern, dass sie danach zufriedener und glücklicher leben können. Dass sie im therapeutischen Prozess gesünder sind, dass sie in Supervision und Coaching ihre Probleme und Themen im Arbeitsbereich für sich zufriedenstellend lösen können. Katharsis markiert bei Moreno diesen End- und Zielpunkt des psychodramatischen und soziometrischen Prozesses. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass der Katharsis-Begriff bei Moreno genauso facettenreich ist wie der Szene-Begriff. Ebenso wie Moreno auf der leeren Bühne jede Lebensszene erstehen lässt, hat er keinen eingeengten Begriff, was glückliches Leben bedeutet. Für einen Menschen kann es Wachstum bedeuten, für einen anderen Verstehen. Manche möchten eine neue Handlungsrolle kreieren. Wieder andere möchten eine pragmatische Lösung für ihre Szene finden. All das und noch viel mehr beinhaltet der Katharsis-Begriff von Moreno in seiner therapeutischen Philosophie. Wir werden in dem Film versuchen, die Facetten von Katharsis nachzuzeichnen und wir werden den Aushandlungsprozess beschreiben, wie der Protagonist in Auseinandersetzung mit seiner Szene und im Spiegel von Gruppe und Leitung versucht zu verstehen, was es bedeutet, eine Lebensszene wirklich zu verbessern.